So, willkommen zu einem kleinen Video. Heute geht es um die Zerstörer, wie man schon sieht. Wo findet ihr Zerstörer und was bringen die euch? Ihr drückt auf die Lupe an der linken Seite, sucht den Zerstörer, nehmt das höchste Level, damit ihr den meisten Loot bekommt. In dem Fall steht einer hier direkt neben mir. Auf den klicke ich drauf, habe noch 8 Angriffe. Ihr habt 10 am Tag, was ihr ausführen könnt, wie bei den Riesen, kostet euch 20 Stamina. Könnt ihr aber auch ein bisschen sparen, indem dass ihr den goldenen Strohhut nehmt. Dann habt ihr 30% weniger Stamina-Verlust. Ihr geht auf Angreifen, nehmt eine starke Legion und greift den Zerstörer an. Und wenn ihr den zerstört habt, den Zerstörer, dann bekommt ihr auch Loot. Das empfehle ich euch im Late Game, genauso auch als Anfänger. Und zwar geht ihr dann in die Monster Report Liste. Klickt mal den Zerstörer an und dann seht ihr, was er bekommt. Wir haben jetzt bekommen 95.000 Stein, eine Mutmedaille, Drachenkristalle, ein grüner, dünner Faden, Baumwolltuch und Schleifstein. Brauchen wir alles später, um Rüstung herzustellen. Grün natürlich super, sparen wir uns schon mal 4 graue, was enorm ist. Gerade auch im Early Game bzw. auch im Late Game sind grüne, blaue, orangene Sachen, was da alles droppen kann, super. Ihr bekommt XP für eure Helden und könnt das 10 Mal am Tag tun. 2 habe ich schon vorher gemacht. Ja, da habe ich Eisen bekommen, auch die Materialien, Mutmedaille, Drachenkristalle oder hier auch nochmal ein dünner Faden in Grün. Habe hier noch Nahrung bekommen, also habe ich jetzt einmal alles durch. Eisen, jetzt fehlt nur noch Holz. Und so könnt ihr die machen. Ja, einfach wieder auf Suchen, Level 15 und Angriff und los. Das war's eigentlich schon. Das sind die Zerstörer. Empfehle ich euch grundsätzlich täglich zu tun. Ist relativ schnell erledigt. Gerade wenn ihr später 4 Legionen habt, seid ihr da relativ schnell durch. Mit den Zerstörer, die 10 Mal abzuklappern, ist genauso wie mit den Riesen. Das war's. Liked, kommentiert, Abo. Wenn ihr andere Sachen noch erklärt haben wollt, vielleicht komme ich vorher dazu oder dann halt im Laufe der Zeit. Lasst mich einfach wissen. Ansonsten wären es jetzt eher kleine Videos, außer vielleicht noch zu Events oder sonstige. Danke.